So, da sind wir beim nächsten Booster. Und ihr werdet es mitbekommen haben, ich bin es die ganze Zeit am Spam, dass ich im Urlaub war. In der Nähe von München. Und da war ich auch bei den lieben Jungs von Magic Trading Grounds. Einem Kanal, der wirklich, wirklich Cooles zu bieten hat. Und in letzter Zeit jetzt auch Videos hochlädt, wo ich mit dabei bin. Und deshalb solltet ihr da auf jeden Fall reinschauen. Aber ihr solltet auch so mal bei den Jungs reinschauen, weil sie machen echt coolen Content. Und die sind wirklich cool, die Jungs. Und ja, die Jungs haben mir doch was mitgegeben. Oh mein Gott. Das ist ein Fallen Empires Booster. 8 tradable Karten. Von 1994. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie alt ihr da wart. Bei 94. Ich kann ja sagen, ich war nicht alt. Fallen Empires ist ein super, super cooles Set. Und es ist noch der ganz alte Booster, den man wirklich noch versuchen konnte, so runter zu klopfen und ein bisschen dadurch zu leuchten, und wenn man nur eine Karte geklopft hatte, konnte man die jetzt mit einer Lupe schauen. Deshalb vertraut diesen Booster nicht. Die alten Booster sind nicht sicher davor, durchsucht zu werden. Deswegen haben sie sie irgendwann geändert in die aktuellen Sachen. Und ja, das sind vor allem Empires Booster. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen, vielen Dank an die Jungs von Magic Trading Grounds. Das ist, ich habe die schon lange nicht mehr aufgemacht, die Fallen Empires. Wirklich lange. Oh mein Gott. So smooth. So schön smooth ging das auf. Ha. Damit auch nicht resealed. Fallen Empires sowieso nicht. So. Richtig rum aufgemacht. Krass. Gucken wir uns die Karten mal an. Und oh mein Gott. Wartet, wartet. Ich muss es tun. Ich muss einmal. Geil. Wir haben Pressglow Orcs, 3-Mana-3-2. Wow. Kann kein Block deklären gegen eine Kreatur mit stärker als 1. What? Das ist der alte Rahmen. Und es ist auch eine krass Qualität. Wenn ich jetzt mal angucke, wie auch die Rückseite aussieht im Vergleich zu, ich habe hier mal so eine Singulärkarte. Also, da ist auf jeden Fall ein Unterschied drin. Über die Jahre. Ja, war vielleicht falsch. Wer sieht, ich habe hier noch die Kabarettikarten so liegen. Seht ihr das? Das ist krass. Warum ist denn das so dunkel? Sind die alle so? Ja. Krass, die sind wirklich dunkel. Haben die irgendwann mal den Rücken geändert? Ich weiß nicht. Ich meine nicht. Egal. Gehen wir weiter im Booster. Und haben einen. Oh. So schön. Voldarian Soldier, 2-Mana-1-2 Mehrvolk. Das mit dem riesen Flavortext. So krass. Goblin Chirurg. Ich glaube, das ist unsere Rare. Also so, es gibt ja keine richtigen Rares in diesem Set. Aber ich glaube, das ist unsere seltene Karte. Ein rotes Mana 0-2. Wir opfern einen Goblin, um eine Kreatur zu regenerieren. Sehr cool. Goblin Chirurg. Das ist eine sehr coole Karte. Orcish Veteran, 3-Mana-2-2, kann nicht eine weiße Kreatur mit Stärke von 1 oder mehr blocken. Hier ist es eine weiße Kreatur. Und er kriegt Erstschlag für ein rotes Mana. Krass. Dann haben wir Mercenary. Oh Gott. Ich glaube, das ist unser Real. Sie hat den meisten Text drauf. 4 Mana, wir enchanten eine Kreatur. Wir legen 3 Marken auf die Mercenaries, so wie es ins Spiel kommt. Und eine Kreatur. Was? Eine Kreatur, die hiermit enchanted wird, enttappt nicht während des Enttapp-Segments, solange da ein Counter drauf ist. Und wenn der Effekt. Was? Also der Spieler kann seine Mana-Kosten von der Kreatur bezahlen, um da Marken runterzunehmen. Diese Wordings, Alter! So Hammer. Einfach Hammer. Order of Lightboard. Oh ja, stimmt, hier waren die weißen Karten. Die war das alte weiße Symbol sogar noch drauf. 2-Mana-2-1, Schutz vor Schwarz. Mit 2 Mana kriegt der +1/+0. Für 1 Mana kriegt der First Strike. Oh, so cool. Fairlight Priest. 3 Mana Summon Cleric. Für ein farbloses kriegen wir ein weißes Mana. Wir können die wie eine Interrupt spielen. Und wenn wir. Was? Wenn wir mehr als 3 Mana bezahlen, in einem Zug muss der geopfert werden. 3-Mana-1-3. What? Das Artwork. Wow.
Das ist cool. Und wir haben die Relore. 4 Mana, 4-4, schwarze Zauberkosten, ein zusätzliches schwarzes zum Casten. Wow. Und auch die Qualität. Also die Kartenqualität ist halt wirklich, wirklich gut. Oh mein Gott. Ja, das war mein Fallen Empires Booster von den Jungs von Magic Training Grounds. Vielen Dank dafür nochmal. Das geht jetzt so, genau wie die anderen Booster, die ich so von Content Creator Kollegen oder auch Fans zugeschickt bekommen habe, so in meinen Schrank. Ich mache das so wieder zu und packe das in den Schrank rein. Oh mein Gott, so, so cool. Und ja, wie gesagt, guckt bei den Jungs vorbei, schaut mal, was die alles so zu bieten haben auf dem Channel. Vielleicht findet ihr was. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr mir irgendwas zuschicken wollt, dann schreibt mich an auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Irgendwo. Und wir finden bestimmt einen Weg, wie ihr mir was zukommen lassen könnt, was ich eben genauso öffnen kann, wie jetzt dieses Fallen Empires Booster oder anderes. Und ja, damit bin ich raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.